Ausschließlich. Exclusively. For financial reasons, almost all the filming takes place in the studio. Gedreht wird aus Kostengründen fast ausschließlich im Studio. Zurückkehren. To return. Unlike the two Ukrainians, Shireen would like to return home at some stage in the future. Anders als die beiden Ukrainer möchte Shireen irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren. Der Einwanderer. The immigrant. One of the biggest problems here is that of the immigrants from Eastern Europe and Asia. Eines der größten Probleme hier sind illegale Einwanderer aus Osteuropa und Asien. Das Gebiet. The River Basin. Frankfurt is in what was East Germany, in the new German state of Brandenburg. About 80 kilometers from Berlin, on the left bank of the River Oder. Auf dem Gebiet der früheren DDR im neuen Bundesland Brandenburg liegt Frankfurt. Etwa 80 Kilometer von Berlin entfernt, am linken Ufer der Oder. Der Trickfilm. The cartoon. At 9.15 cartoons with Mickey Mouse. Um 9.15 Trickfilme mit Mickey Mouse. Rauf. To go up. And now I've got to go up to Herr Dr. Straff. So, und jetzt muss ich rauf zu Herrn Dr. Straff.
Die Krise. Crises. Personal crises, sudden loss of a job and alcoholism are the most common reasons for people being in rent arrears. Persönliche Krisen, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes und Alkoholismus sind die häufigsten Gründe, warum Menschen mit Schulden haben. Genauso. Just like that. They speak German just as well as Uli, or me. Die sprechen halt Deutsch genauso wie Uli oder ich. Gerade. Straight. Okay, come over here. Sit on the stool and turn towards me. Sit straight, and no laughing. So, jetzt kommen Sie bitte mit, setzen sich da auf den Hocker. Drehen sich zu mir gerade sitzen und nicht lächeln. Bereits. Already. The bailiff has already seized most of the luxury goods which René bought on credit, after unification. Der Gerichtsvollzieher hat bereits die meisten teuren Luxusgüter. Die er nach der Wende auf Pump kaufte, gepfändet. Solcher. Such. Where's the best place to get those things? Wo bekomme ich solche Sachen am besten? Die Schleife. The bell.
If you like, the lady will wrap it for you in nice paper with a bow like those. Wenn du willst, packt dir die Dame die Brosche ein. In ein schönes Papier, mit einer Schleife so. Zerstören. To destroy. Research has brought other damage to light. Valuable environments are being destroyed. Drinking water supplies endangered and wildlife habitats disturbed. Eine Studie zur Umweltverträglichkeit listet weitere Schäden auf. Wertvolle Biotope werden zerstört, Trinkwasserreservoirs gefährdet, Tierlebensräume zerschnitten. Schlimm. Terrible. Terrible. Schlimm. Mitessen. To eat with. You're welcome to join us. Du kannst gerne mitessen. Der Großteil. The major part. The majority of painters and sculptors were grouped in an artist's organization. Which, with its intricate system of privileges, guaranteed them a living. In return, their works had to reflect the development of social realism. Ein Großteil der Maler und Bildhauer war im Verband Bildender Künstler organisiert. Der mit einem ausgefeilten System von Privilegien ihren Unterhalt sicherte. Dafür sollten ihre Werke die Entwicklung des sozialistischen Realismus widerspiegeln.
Das Lieblingsgericht. The favorite dish. Yes, yes, I know. Your favorite is chips with mayonnaise. Ja, ja, ich weiß, dein Lieblingsgericht ist Pommes mit Mayo. Verraten. To tell. So, what are we going to do? You don't know the answer? No idea? Well, I'll tell you, but in fairness to Jerome, we must. Let the ball drop on Sylvia's side because we want to be fair to everyone. It's the Sultan. Ja, was machen wir da? Ihr wisst es nicht. Überhaupt so gar nicht. Ja, dann würde ich es euch einfach mal verraten und dann müssen wir allerdings. Der Fairness halber an Jerome, den Ball auf Silvias Seite runterkommen lassen. Weil wir machen ja hier mit Fair Play, es ist der Sultan. Checken. To check. Here. Check. 9358, or 9. Here. Checken Sie doch mal. 9358 oder 9. Der Karfreitag. The Good Friday. Good Friday, January 30th, M, on the A2 motorway, westbound. Karfreitag, 1:30 Uhr, Autobahn A2 Richtung Westen.
Absprechen. To arrange. Have you got your diary with you? I need to discuss some dates with you straight away. Hast du deinen Terminkalender dabei? Ich muss gleich verschiedene Termine mit dir absprechen. Ausrichten. To tell somebody something. I'll tell her. Ich werde es ihr ausrichten. Der Begriff. The idea, the concept, the notion. Sylvia and Jerome, you know the rules. In this first round, you guess the words which are being described to you. So we can all see how it works, let's begin. Ja, Sylvia und Jerome, ihr wisst ja eigentlich, wie es läuft. Ihr sollt hier in der ersten Runde, die wir jetzt machen, Begriffe erraten. Die für euch umschrieben werden, und damit alle begreifen, was das hier soll, fangen wir gleich mal an. Die Einsatztrupps. The task force. More than 300 cars were seized by the motorway police last year. Über 300 Fahrzeuge haben Einsatztrupps der Autobahnpolizei im letzten Jahr sichergestellt. Was ist los? What's the matter? What's the matter? Was ist los? Anlocken.
To lure, to attract. Fleeing from poverty or political persecution, they are frequently traveling for days, sometimes even weeks. Helped by touts, who, using the most ingenious methods, always find new holes in the security net. Auf der Flucht vor Armut oder politischer Verfolgung, oft sind sie Tage. Manchmal Wochen unterwegs, angelockt von professionellen Schleppern. Die mit raffiniertesten Methoden immer wieder neue Schlupflöcher im Überwachungsnetz finden. Die Aufgabe. The task. To play bagpipes at a busy trade fair and get an audience is no easy task. Den Dudelsack in einer gut besuchten Messehalle zu spielen und Gehör zu finden, keine leichte Aufgabe. Übersehen. To fail to see. You can hardly fail to notice that the citizens of Frankfurt live cheek by jowl with art. Kaum zu übersehen, die Bürger Frankfurts leben mit der Kunst auf, du und du. Groß zu ziehen. To raise, to bring up. The state doesn't do enough for women, says EDA. Even when they give up their jobs and stay at home to raise the children. Der Staat tut nicht genug für die Frauen, meint Eda, auch dann nicht. Wenn sie auf die berufliche Karriere verzichten und zu Hause bleiben, um die Kinder großzuziehen. Häufig. Frequently, often. We have discovered that stolen cars are often transported,
disguised as cars that have been in an accident. The cars have had their tires removed. Or perhaps slight accident damage has been willfully inflicted, then they're moved by transporters. They try to get the stolen car to the east camouflaged like this. Wir haben Erkenntnisse darüber. Dass gestohlene Fahrzeuge häufig als Unfallfahrzeuge getarnt mitgeführt werden. Die Fahrzeuge, da werden Reifen abmontiert. Oder es werden mutwillig leichte Unfallschäden herbeigeführt, und dann auf PKW-Transportern versucht man, mit dieser Tarnung das gestohlene Fahrzeug in den Osten zu verbringen. Gepfändet. Seized. The bailiff has already seized most of the luxury goods which René bought on credit, after unification. Der Gerichtsvollzieher hat bereits die meisten teuren Luxusgüter. Die er nach der Wende auf Pump kaufte, gepfändet. Der Werbespot. The commercial ad. In the first year title graphics, then 2 years of animation for television. For example, for the news, music videos, commercials, and so on. Also im ersten Jahr Titelgrafiken und dann habe ich 2 Jahre lang Grafikanimationen fürs Fernsehen gemacht. Zum Beispiel für Nachrichtensendungen, Musikclips, Werbespots und so weiter. Zwar. Though, indeed. Frau Kuhrscheid, you work in a kindergarten,
a very special kindergarten. Frau Kurscheid, Sie arbeiten in einem Kindergarten, und zwar in einem sehr besonderen Kindergarten. Der Hausausweis. The internal ID. No, no. A company ID card. One like this. Come with me. Nee. Einen Hausausweis. So einen. Kommen Sie. Besprechen. To talk over. There are various things we must talk about. Wir müssen noch Verschiedenes besprechen. Hallen. To echo, to reverberate. In these halls, the greatest Germans of all time were to be immortalized in marble. In diesen Hallen sollten die größten Deutschen aller Zeiten in Marmor verewigt sein. Dafür? For this. And I'll give you money for doing it. I've got to fetch a packet from Amsterdam this Saturday. Und ich. Ich gebe dir Geld dafür. Also, ich muss ein Paket aus Amsterdam abholen jetzt am Samstag. Abwandern. To move away. There are hardly any young believers, and those who exist moved to the cities a long time ago. Junge Gläubige gibt es kaum, und wenn, sind sie längst in die Großstädte abgewandert.
Der Landschaftsmaler. The landscape painter. Among them Günter Neubauer, who was a well-known and successful landscape painter in GDR times. Auch Günter Neubauer, zu DDR-Zeiten ein anerkannter und erfolgreicher Landschaftsmaler. Zum Today. To the platform. Platform der, die or das. Zum Bahnsteig. Bahnsteig. Der, die oder das. Hilfreich. Helpful. More than 10,000 visitors. About 500 exhibitors, a massive media event. But not much help for young musicians. Über 10,000 Besucher. An die 500 Aussteller ein gigantisches Medienspektakel. Aber wenig hilfreich für junge Musiker. Der Arbeitsplatz. The job, the working place. In order to be able to adapt to their new surroundings. The new arrivals will have to learn German as soon as possible, and to find jobs and somewhere to live. Um sich in das neue Umfeld eingliedern zu können. Müssen die Neuankömmlinge so schnell wie möglich Deutsch lernen, Wohnung und Arbeitsplätze finden? Das Werk. The work. The majority of painters and sculptors were grouped in an artists' organization. Which, with its intricate system of privileges, guaranteed them a living.
In return. Their works had to reflect the development of social realism. Ein Großteil der Maler und Bildhauer war im Verband bildender Künstler organisiert. Der mit einem ausgefeilten System von Privilegien ihren Unterhalt sicherte. Dafür sollten ihre Werke die Entwicklung des sozialistischen Realismus widerspiegeln. Bewerben. To apply. Why don't you apply for my job? Bewirb dich doch um meine Stelle. Der Drehtag. Shooting Day. A 25-minute episode must be in the can at the end of every day of filming. Nach jedem Drehtag muss eine Folge von 25 Minuten im Kasten sein. Der Weg. The way. The debt advice department in Magdeburg gives advice to. Debtors and shows them ways out of their predicament. Die Schuldenberatung in Magdeburg berät mit Schuldner und zeigt ihnen Wege aus der Schuldenklemme. Lauter. Louder, to turn the volume up. The television program Louder. Das Programm Louder. Der Bahnsteig. Platform. To the platform. Platform der, die or das. Zum Bahnsteig.
Bahnsteig, der, die oder das. Neuerdings. Recently. The number of undiscovered defections, as it is called in technical jargon, is high. In order to seal off the border, the Bundesgrenzschutz, Federal Border Control. Has recently started using heat detecting devices, which has met criticism. As many people view it as militarization and a renewed policy of deterrence. Die Zahl der unentdeckten Übertritte, wie es im Fachjargon heißt, ist hoch. Um die Grenze dicht zu machen, setzt der Bundesgrenzschutz neuerdings Wärmesichtgeräte ein. Eine Maßnahme, die auch auf Unbehagen stößt. Weil manche darin eine Militarisierung und erneute Politik der Abschreckung sieht. Meistens. For the most part. Most of the time she juggles with millions of marks, and is responsible for their transfer. Meistens jongliert sie mit Millionenbeträgen, deren Vergabe sie verantworten muss. Die Abteilungsdirektorin. The Department Director. Franka Peters is deputy director of a department in a major German bank. Responsible for the bank's financial transactions in Asia. Franka Peters ist stellvertretende Abteilungsdirektorin einer deutschen Großbank. Zuständig für die Geldgeschäfte der Bank in Asien. Das Mitglieder. The member.
Straubing on the Danube. Up until World War II, it had an active Jewish community. Two-thirds of its members emigrated or didn't survive the Holocaust. Straubing an der Donau. Bis zum Zweiten Weltkrieg Sitz einer aktiven jüdischen Gemeinde. Zwei Drittel der Mitglieder sind emigriert oder haben den Holocaust nicht überlebt. Der Umschlag. The envelope. There's a lot to do today. Please take these photos to Herr Cook, room 387. And then this envelope has to go to the post room, on the ground floor. Herr Antonescu. Es gibt heute viel zu erledigen. Bitte bringen Sie diese Fotos zu Herrn Koch. Zimmer 387. Und dann muss dieser Umschlag zum Postraum, unten im Erdgesetzesgebhaus. Aufnehmen. To take up. Anyone who has done great works and has been dead for long enough should. According to Ludwig, have a place in this pantheon. Wer große Taten vollbracht hat und lange genug tot ist. Sollte nach Ludwigs Willen in diesem Pantheon aufgenommen werden. Hin- und Zurückfahrkarte. Return Ticket. Return. Hin und zurück. Übrigen. Rest,
remaining. They worked shorter hours but were paid the same as their other colleagues. Sie arbeiteten weniger, erhielten aber genauso viel Lohn und Gehalt wie ihre übrigen Kollegen. Dafür? In return. The majority of painters and sculptors were grouped in an artists' organization. Which, with its intricate system of privileges, guaranteed them a living. In return, their works had to reflect the development of social realism. Ein Großteil der Maler und Bildhauer war im Verband bildender Künstler organisiert. Der mit einem ausgefeilten System von Privilegien ihren Unterhalt sicherte. Dafür sollten ihre Werke die Entwicklung des sozialistischen Realismus widerspiegeln. Das Teammitglied. The team member. It makes no difference if an actor is ill or if someone on the production team is. Ill, the episode has got to be finished by the end of the day, however it's achieved. Und wie gesagt nochmal, egal ob ein Schauspieler krank wird, ob ein Teammitglied krank ist. Am Abend eines jeden Tages muss eine Folge fertig sein, wie auch immer. Das Geschäft. The work. The best thing would be to go to a department store. But the shops close at 6:30, so you haven't got a lot of time after work. You know what? I need some new tights. I'll come with you. Am besten gehst du in ein Kaufhaus.
Aber die Geschäfte machen ja um 6:30 zu. Da hast du nicht viel Zeit nach der Arbeit. Weißt du was? Ich brauche eine Strumpfhose. Ich komme mit. Mittlerweile. Since then. But it's different with Margaret these. For her 4.5 room flat she used to pay DM 64 per month in GDR times. Today it is. More than DM 400. Since she only gets a pension of DM 600, she ignored the increases in rent. Now she owes almost DM 10,000 in back rent. Anders liegt der Fall bei Margarete Thies. Für ihre 4,5-Zimmer-Wohnung bezahlte sie zu DDR-Zeiten 64 Mark Miete. Heute sind es über 400 Mark. Da sie nur 600 Mark Rente bekommt, ignorierte sie die Mieterhöhungen. Mittlerweile hat sie knapp 10.000 Mark mit Schulden. Schreiben. To write. Hey, it's 9:15 already here, Antonescu. I've got to work now. Save this, you can add more words later. Mensch, es ist schon 9:15. Herr Antonescu, ich muss jetzt arbeiten. Speichern Sie das. Sie können später mehr Wörter schreiben. Lauten. To read. Headlines in the newspapers in the Federal Republic read like that.
So oder ähnlich lauten die Schlagzeilen in den bundesdeutschen Gazetten. Üben. To practice. Practice. Üben Sie. Die Tat. The did. Anyone who has done great works and has been dead for long enough should. According to Ludwig, have a place in this pantheon. Wer große Taten vollbracht hat und lange genug tot ist. Sollte nach Ludwigs Willen in diesem Pantheon aufgenommen werden. Ineinander. Into each other. Logistically, this is a highly complex operation. So absolutely everyone involved has got to work very professionally and very, very accurately. Because it really is like a clockwork mechanism, a huge set of cogs, in which each one has got to mesh with. The others properly, and if a bit of sand gets into the works, you know about it. Das ist ein hochkompliziertes, logistisches Unterfangen hier, wo wirklich alle Leute in jedem Bereich sehr sehr professionell arbeiten müssen, sehr, sehr präzise arbeiten müssen. Weil es wirklich ein Räderwerk ist, immenses Räderwerk ist. Wo jedes Rädchen ineinander greifen muss und wenn da irgendwann ein Sandkorn im Getriebe ist, merkt man das. Furchtbar. Awful. How awful? Wie furchtbar.
Der Staat. The state. And the state helped generously. Der Staat hat großzügig geholfen. Der Auftraggeber. The customer, the client. The state no longer employed artists. Der Staat als Auftraggeber existierte nicht mehr. Die Veränderung. The change. A lot has happened since unification. And with capitalism have come some painful changes, particularly for mothers. Es ist viel passiert seit der Wende. Und mit der kapitalistischen Gesellschaft kamen auch einige schmerzhafte Veränderungen, gerade für Mütter. Mächtig. Powerful. An African tribal chieftain, i.e. someone who's especially powerful and sometimes quite rich. Ein afrikanischer Stammesfürst. Also jemand, der besonders mächtig und zum Teil auch reich ist. Dusan. To use informal you. Oh, sorry, I used the informal you, do. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich geduzt. Der Stammesfürst. The tribal chief. An African tribal chieftain, i.e. someone who's especially powerful and sometimes quite rich. Ein afrikanischer Stammesfürst.
Also jemand, der besonders mächtig und zum Teil auch reich ist. Das Sandkorn. The grain of sand. Logistically, this is a highly complex operation. So absolutely everyone involved has got to work very professionally and very, very accurately. Because it really is like a clockwork mechanism, a huge set of cogs, in which each one has got to mesh with. The others properly, and if a bit of sand gets into the works, you know about it. Das ist ein hochkompliziertes, logistisches Unterfangen hier, wo wirklich alle Leute in jedem Bereich sehr sehr professionell arbeiten müssen, sehr, sehr präzise arbeiten müssen. Weil es wirklich ein Räderwerk ist, immenses Räderwerk ist. Wo jedes Rädchen ineinander greifen muss, und wenn da irgendwann ein Sandkorn im Getriebe ist, merkt man das. Die Tafel. The board. If you look at the boards over there, you'll be able to see which trains leave soon. Wenn Sie vorne schauen, da an der Tafel können Sie genau schauen, welche Züge in der nächsten Zeit fahren. Das Ziel. The goal. These goals are a long way off being reached. Diese Ziele sind noch lange nicht erreicht. Das Umfeld. The surroundings. In order to be able to adapt to their new surroundings. The new arrivals will have to learn German as soon as possible, and to find jobs and somewhere to live.
um sich in das neue Umfeld eingliedern zu können. Müssen die Neuankömmlinge so schnell wie möglich Deutsch lernen, Wohnung und Arbeitsplätze finden? Speichern. To save. Shall I save this? Soll ich das speichern? Der Teil. The part. An African tribal chieftain, i.e. someone who's especially powerful and sometimes quite rich. Ein afrikanischer Stammesfürst. Also jemand, der besonders mächtig und zum Teil auch reich ist. Drin. In there. LT's Thursday tomorrow. We'll go out early to buy the newspaper and see if there's a flat for you in it. LT won't be easy. As you know. There are a lot of people in Germany looking for somewhere to live. Also, morgen ist Donnerstag. Da gehen wir früh und kaufen dir eine Zeitung und schauen, ob eine Wohnung für dich drin ist. Es. Wird nicht leicht sein. Du weißt ja, in Deutschland gibt es viele Leute, die eine Wohnung suchen. Aufschreiben. To write down. The verb is to write down, isn't it? Ach so. Ja, also das Verb ist aufschreiben, richtig. Hören. To listen.
Leave off you too. Ach, hört auf, ihr beiden. Die Sendung. The television broadcast. In the first year title graphics, then 2 years of animation for television. For example, for the news, music videos, commercials, and so on. Also im ersten Jahr Titelgrafiken und dann habe ich 2 Jahre lang Grafikanimationen fürs Fernsehen gemacht. Zum Beispiel für Nachrichtensendungen, Musikclips, Werbespots und so weiter. Gestohlenen. Stolen. For example, the trade with stolen cars going from west to east. Zum Beispiel, der Handel mit gestohlenen Autos Richtung West-Ost. Errichten. To build. ...150 years ago the Bavarian King Ludwig I had this famous temple built in Greek style. Vor 150 Jahren ließ der Bayernkönig Ludwig I. diesen Ruhmestempel nach griechischem Vorbild errichten. Erneuern. To renew. The number of undiscovered defections, as it is called in technical jargon, is high. In order to seal off the border, the Bundesgrenzschutz, Federal Border Control. Has recently started using heat detecting devices, which has met criticism. As many people view it as militarization and a renewed policy of deterrence. Die Zahl der unentdeckten Übertritte, wie es im Fachjargon heißt,
ist hoch. Um die Grenze dicht zu machen, setzt der Bundesgrenzschutz neuerdings Wärmesichtgeräte ein. Eine Maßnahme, die auch auf Unbehagen stößt. Weil manche darin eine Militarisierung und erneute Politik der Abschreckung sieht. Die Patrouillenfahrt. The patrol trip. Patrol on the River Oder, which is currently the hottest border in the Federal Republic. Patrouillenfahrt auf der Oder, der zurzeit heißesten Grenze der Bundesrepublik. Die Schuldenberatung. The Debt Counseling. The Debt Advice Department in Magdeburg gives advice to. Debtors and shows them ways out of their predicament. Die Schuldenberatung in Magdeburg berät mit Schuldner und zeigt ihnen Wege aus der Schuldenklemme. Beschränkt. Limited, narrow-minded. Only two things seem to be certain: greatness is a matter of intellect, and it seems to be only found in men. Sicher scheint nur zweierlei. Größe beschränkt sich auf den Intellekt und kommt praktisch nur bei Männern vor. Hin. In the direction of. Well, this A2 has become a main route for transporting stolen goods which are being moved from west to east. Mainly car theft offenses, i.e. stolen cars are shifted. In the other direction, we've discovered that there is big time smuggling. Including weapons and similar things, despite the weapon control laws.
Also diese A2 ist zu einem Hauptvertriebsweg geworden für gestohlene Waren. Die von West nach Ost gehen, mit Schwerpunkt Kfz-Kriminalität, also gestohlene Fahrzeuge werden verschoben. In der Gegenrichtung haben wir festgestellt, schmuggeln großen Stils bis hin zu Waffen und ähnlichen Dingen, die unter das Waffenkontrollgesetz fallen. Der Bewohner. The tenant. The tenant of this flat didn't pay his rent for over 2 years. Seit über 2 Jahren ist der Bewohner dieser Wohnung seine Miete schuldig geblieben. Der Reifen. The tire. We have discovered that stolen cars are often transported, disguised as cars that have been in an accident. The cars have had their tires removed. Or perhaps slight accident damage has been willfully inflicted, then they're moved by transporters. They try to get the stolen car to the east camouflaged like this. Wir haben Erkenntnisse darüber. Dass gestohlene Fahrzeuge häufig als Unfallfahrzeuge getarnt mitgeführt werden. Die Fahrzeuge, da werden Reifen abmontiert. Oder es werden mutwillig leichte Unfallschäden herbeigeführt, und dann auf PKW-Transportern versucht man, mit dieser Tarnung das gestohlene Fahrzeug in den Osten zu verbringen. Die Anstellung. The job. They've almost all got good qualifications. But they're not likely to find a job in Germany at their own level because of the glut of graduates on the market.
Fast alle haben zwar eine hochqualifizierte Ausbildung. Doch eine angemessene Anstellung werden sie wegen der Akademikerschwemme in Deutschland kaum finden. Der Fürst. The Prince. The bankers are Frankfurt's elite and the city's highest earners. Die Banker sind Frankfurts Fürsten und Spitzenverdiener. Das Geldgeschäft. The financial transaction. Franka Peters is deputy director of a department in a major German bank. Responsible for the bank's financial transactions in Asia. Franka Peters ist stellvertretende Abteilungsdirektorin einer deutschen Großbank. Zuständig für die Geldgeschäfte der Bank in Asien. Umschlagen. Turnover, to change. History has taught them that national arrogance can turn into barbarity and lead to ruin. Ihre Geschichte hat sie gelehrt. Dass nationale Überheblichkeit in Barbarei umschlagen und zum Untergang führen kann. Vorkommen. To come out. They're in fairy tales and come from the Orient. Some sort of ruler, something similar to what we'd call a king. Das ist was, was im Märchen vorkommt, was im Orient. Ein Herrscher irgendwie, so was Ähnliches wie bei uns ein König. Der Kölsch. The Kölsch Beer.
A Kalschbier. Kölsch. Die Kupferterrine. The editor. Take this round to our editor, Frau Schneider, please. Bitte bringen Sie das bitte zu unserer Kupferterrin, Frau Schneider. Hart. Hard. Romania has had some hard times. Rumänien hat harte Zeiten hinter sich. Die Grafikanimationen. The animated graphics. In the first year title graphics, then 2 years of animation for television. For example, for the news, music videos, commercials, and so on. Also im ersten Jahr Titelgrafiken und dann habe ich 2 Jahre lang Grafikanimationen fürs Fernsehen gemacht. Zum Beispiel für Nachrichtensendungen, Musikclips, Werbespots und so weiter. Der Müll. The rubbish, the landfill. The rest will be taken to the tip. Der Rest kommt auf den Müll. Das Pfund. The pound. Herr Antonescu, please go quickly and get a pound of coffee, a liter of milk and a pound of sugar. Bitte, Herr Antonescu, gehen Sie schnell und holen Sie ein Pfund Kaffee. Einen Liter Milch und ein Pfund Zucker. Damals. Then.
In those days the state acted as the patron. Damals fungierte der Staat als Mäzen. Die Einsparung. The saving. Right. Let's get to the agenda, savings. We've got to save 100,000 marks this year. Herr, also, zur Tagesordnung, Einsparungen. Wir müssen in diesem Jahr 100.000 Mark einsparen. Das Getriebe. The mechanism. Logistically, this is a highly complex operation. So absolutely everyone involved has got to work very professionally and very, very accurately. Because it really is like a clockwork mechanism, a huge set of cogs, in which each one has got to mesh with. The others properly, and if a bit of sand gets into the works, you know about it. Das ist ein hochkompliziertes, logistisches Unterfangen hier, wo wirklich alle Leute in jedem Bereich sehr sehr professionell arbeiten müssen, sehr, sehr präzise arbeiten müssen. Weil es wirklich ein Räderwerk ist, immenses Räderwerk ist. Wo jedes Rädchen ineinander greifen muss, und wenn da irgendwann ein Sandkorn im Getriebe ist, merkt man das.